Herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauerinnen, sehr geehrte Zuschauer. Heute haben wir zwei Gäste im Studio, die sehr, sehr wichtig sind für uns als offenen Kanal. Jetzt heißen wir ja TMBZ. Zum einen der Staatssekretär Georg Mayer und zum anderen der TLM-Direktor Jochen Fasko. Herzlich willkommen. Hallo. 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 Ich habe schon gesagt, der offene Kanal Gera heißt jetzt TMBZ. Viele Gerer haben mich darauf schon angesprochen, ob wir einen neuen Sender haben. Oder wie auch immer. Wie ist es denn zustande gekommen, dass wir uns TMBZ nennen, Herr Fasko? Ja, ganz einfach. Das Gesetz ist geändert worden vor einiger Zeit und hat gesagt, dass die Landesmedienanstalt Thüringer Medienbildungszentrum bei sich mit integrieren darf und soll. Und der Standort Gera ist ein Medienbildungszentrum par excellence. Hier werden, wem sage ich das, hier werden Bürgerinnen und Bürger dazu gebracht, mit Medien ganz engagiert und toll zu arbeiten und auch ganz junge schon und auch ältere, sodass wir also sagen, das, was bisher offener Kanal war und vieles, was da gelaufen ist, ist als Medienbildungsarbeit im Prinzip genauso anzuerkennen, muss aber dann in einer neuen, ich sag mal, rechtlichen Form und auch in einem neuen Begriff sich nochmal wiederfinden. Da sind wir gerade dabei. Wir haben nächstes Jahr 20 Jahre Bürgermedienarbeit am Standort Gera. Und ich glaube, bis dahin ist aber alles geklärt. Und ich weiß, der Begriff TMBZ oder Medienbildungszentrum ist nicht so griffig. Vielleicht finden wir noch was Besseres. Mal gucken. Okay. Wo wir gerade bei dem Begriff Bildung sind und Ja. Medien, möchte ich zum Staatssekretär kommen, zum Herrn Mayer. Digitale Bildung wird immer wichtiger, nicht nur in Schulen, sondern auch für alle Bürgerinnen und Bürger. Es ist meiner Meinung nach das Medium der Zukunft. Es wird uns in der Zukunft beeinflussen. Gibt es da schon so Gedanken, wo es noch hingehen könnte? Also Internet ist ja schon eins. Wie weit könnte man vielleicht das Internet für Bürgerinnen und Bürger noch mehr zugänglich machen, wenn wir jetzt mal vom Internetausbau sprechen oder folgende Probleme? Haben Sie da vielleicht einen kurzen Abriss für uns? Ja, Sie haben ja das Thema Bildung angesprochen und das ist auch mir persönlich ein ganz wichtiges Anliegen. Gerade in der digitalen Welt muss man sich lebenslang fortbilden. Also es ist nicht nur die schulische Bildung oder die Bildung an den Universitäten, sondern tatsächlich auch, wie gesagt, während des gesamten Lebens im Beruf, aber auch darüber hinaus. Und da geht es ja um digitale Kompetenzen. Und ich glaube, da muss insbesondere die ältere Gesellschaft ein bisschen aufholen. Die Jungen, ich sehe das an meinen Kindern, die sind da schon viel weiter. Ja, wie geht man mit digitalen Medien zum Beispiel um? Ja. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Meine persönliche Meinung ist, wenn man das jetzt versucht in dem Bereich der Wirtschaft, ich bin ja für Wirtschaft zuständig, nicht für Bildung, aber natürlich gehört beides zusammen. Wenn man das jetzt auf den Bereich der Wirtschaft übertragen sollte oder wenn man das mal in diesen Bereich reindenkt, dann ist es natürlich vollkommen klar, dass jetzt, sag ich mal, weniger Spezialisten gefordert sind im digitalen Zeitalter, sondern Generalisten. Das heißt, Menschen, die über den Tellerrand hinausschauen können. Früher war man eher so, was die Bildung anbelangt, man hat Ingenieure ausgebildet, die halt sehr stark in ihrem Fachgebiet unterwegs waren. Heute braucht man im digitalen Zeitalter Menschen, die wirklich das über ihren Tellerrand schauen können und eher als Generalisten unterwegs sind. Weil das Spannende ist ja bei der Digitalisierung, da sind ja auch viele neue Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel für Startups und so. Und da brauche ich einfach einen Blick, einen gesamtheitlichen Blick. Und das versuchen wir jetzt auch immer wieder dafür zu werben, dass man das an den Schulen, aber auch an den Universitäten und in den Betrieben umsetzt. Digitale Zukunft, Thema Wirtschaft. Digitalisierung ist ja auch für viele Großunternehmen ein Wirtschaftsstandort. Also ein Wirtschaftsfaktor in dem Ja. Sinne, zum Wirtschaftsstandort, um sich zu entscheiden. Gibt es da schon Pläne, den digitalen Ausbau weiter voranzutreiben, sodass man auch sagen kann, man hat vielleicht weniger erschlossene Regionen mehr ans Internet herangebracht, sodass es zu einem, sag ich mal, Wirtschaftsfaktor auch in dieser Region werden könnte? Gibt es da schon Pläne? Gibt es da schon Ja, Vorhaben? also natürlich gibt es da auch Pläne und das Ganze hängt natürlich mit dem Thema Breitbandausbau zusammen. Das ist natürlich auch irgendwo eine Geldfrage, weil das kostet Geld, weil aus meiner Sicht ist es wertvoll oder wäre es sinnvoll, jetzt Glasfaserkabel halt bis an die Haushalte oder an die Unternehmen direkt heranzuführen. Weil nur mit Glasfasern bekommt man die Übertragungsgeschwindigkeiten, die man dann auch braucht fürs digitale Zeitalter. Zum Beispiel für den 3D-Druck. Ja, das ist ja eine große neue Technologie, die erfordert allerdings tatsächlich, dass ich auch bis in den kleinsten Winkel, wenn da ein mittelständischer Betrieb ist, in einem Tal im Thüringer Wald, dann brauche ich da halt eine Glasfaserverbindung eigentlich dahin. Aber es ist vollkommen klar, das ist teuer, ja, bis dahin
die zu legen, kostet eine Stange Geld. Und das wird sich nicht dadurch finanzieren, dass dieser Betrieb dann natürlich dafür auch irgendwas bezahlt. Also insofern muss der Staat da auch mit Geld investieren. Ja. Okay. Gera und Thüringen als Medienstandort in der Form, dass Thüringen ja eigentlich ein Medienland ist, vor allen Dingen im Kinderbereich, sage ich jetzt mal, der offene Kanal, den Kinderkanal, den kennt ja jeder, mit Bernd das Brot, war noch so, wo ich dann schon so endjugendlich war, hat man trotzdem gerne noch Bernd das Brot angeguckt. Ich würde gerne eine Frage an beide stellen, was den Goldenen Spatz betrifft, weil wir in Gera und wir Gersche sehen den Goldenen Spatz schon so ein bisschen als unser Kind an und freuen uns auch jedes Jahr wieder, wenn der Goldene Spatz in unserem Kino zu Gast ist und dann nach einer kurzen Zeit nach Erfurt weiterfährt. Die Frage von mir ist jetzt, inwieweit könnte man oder kann man das begleiten, dass diese beiden Orte sich weiter reinteilen, weil die Angst in Gera besteht, dass Erfurt irgendwann den Goldenen Spatz ganz bei sich wohnen lässt. Aber wir Gerschen hätten natürlich gern eine gewisse Zusage, den Goldenen Spatz bei uns in Gera zu halten. Einmal an den Staatssekretär und einmal an Sie. Was könnte man vielleicht noch für neue Projekte über die Thüringer Landesmedienanstalt vielleicht in den Goldenen Spatz einfließen lassen, um auch moderne digitale Medien noch mehr auszubauen, um den Goldenen Spatz vielleicht im Digital- und Online-Voting laufen zu lassen oder sonstiges? Das sind jetzt so ein paar Gedanken vielleicht, die man da einfließen lassen kann. Würde ich vielleicht zugleich an Sie übergeben, gerne. Herr Fasko. Also erstens, der Spatz ist ja so ein bisschen ein Zugvogel, aber sein Heimatnetz hat er in Gera schon immer gehabt. Und er ist eine Erfolgsgeschichte schon seit vielen Jahrzehnten. Und wer den Spatzen kennt und erlebt, erlebt, wie er hier ganz viele Kinderherzen, aber auch die Eltern und die Großeltern begeistert und dann auch sieht, wie das in Erfurt ihm das gelingt, dann ist das einfach eine Sache, die nicht bloß für die Tagesschau viel wert ist, sondern auch für unser ganzes Selbstverständnis, wie wir das Thema Kinder, Medienland leben, auch tatsächlich dann umsetzen und helfen. Und ich weiß, dass die Landesregierung auch viel Geld in die Hand nimmt, aber diese Fragen, die Sie gestellt haben, im Spatzen selbst, in seiner Stiftung, wo wir auch Mitglied sind, entschieden werden muss. Deswegen ist es keine Frage, die wir entscheiden können. Wir können nur sagen, die Grund- und Rahmenbedingungen oder die Möglichkeiten, die wir als Mitstifter haben, die nutzen wir. Ich glaube, das, was die Landesmedienanstalt seit Anfang an macht, nämlich ja auch das medienpädagogische Programm zu unterstützen über den offenen Kanal und jetzt das Medienbildungszentrum, das auch entsprechend zu begleiten, das machen wir und da sind wir auch für viele gute Ideen dankbar, weil am Schluss der Spatz ja nicht kleiner werden soll, sondern auch nicht dick werden soll, aber er soll stark und selbstbewusst sein. Und dann nicht bloß rumflattern, sondern wirklich so viel Wind machen, dass es viele in Deutschland mitkriegen. Und es ist ja auch darüber hinaus mittlerweile schon, was da aus Thüringen kommt. Ich bin also für gute Ideen dankbar. Und gerade wenn es um neue digitale, um Online-Entwicklung geht, wir haben ja auch mittlerweile viele Aktivitäten in diesem Bereich, sind wir, glaube ich, dankbar. Und die Kollegin aus der Landesmedienanstalt, die für uns im Präsidium ist, ist zurzeit auch die Vorsitzende des Präsidiums, Frau Hein. Und da bin ich für Ideen gerne auch bereit, die weiterzugeben. Also Sie haben gehört, Ideen sind herzlich willkommen. Gerne an die TLM oder auch in den offenen Kanal oder an das TMBZ jetzt hier in Gera. Ja, vielleicht hat ja einer was ganz Tolles. Aber ich hatte noch so die Frage ein bisschen offen gestellt, sodass der Herr Mayer auch noch drauf eingehen darf. Für mich ist es natürlich nicht ganz einfach, diese Frage zu beantworten, weil ich ja noch relativ neu hier bin in Thüringen. Und jetzt möchte ich keinen Fehler machen, ja, was jetzt die Thematik Gera Erfurt anbelangt. Insofern versuche ich mich jetzt da mal ein bisschen aus der Affäre zu stehlen. Ich wohne jetzt natürlich in Erfurt und das ist eine tolle Stadt. Gera kenne ich noch nicht so gut. Ist auch eine tolle Stadt. Ist ja auch eine tolle Stadt und ist natürlich jetzt, wenn man Thüringen sich auf der Landkarte so anguckt, Erfurt sitzt da mit drin, ja, und Gera ein bisschen weiter östlich. Ich glaube schon, dass es ein Thema ist, wie wir damit umgehen, mit solchen Standorten, auch was Medien anbelangt. Aber verzeihen Sie mir, dass ich mich jetzt da noch nicht festlege. Also wenn es darum geht, auch mal, sag ich mal, ich selbst komme aus der Provinz, sage ich jetzt mal, aus einer Randlage. Und deswegen habe ich immer eine gewisse Sympathie für andere Städte und Regionen, die vielleicht eher am Rand sind, dass man die auch weiterhin stärkt und nicht aus dem Blick verliert. Okay, gut. Gera am Rand, das gefällt mir jetzt nicht so, aber es ist okay. Ich habe noch eine andere Frage, was auch junge Leute betrifft, zum Beispiel was Hotspots betrifft, dieses Thema Freifunk, ja. was viele Menschen bewegt, weil jeder hat vielleicht ein Tablet in seiner Tasche, braucht dazu natürlich eine WLAN-Verbindung oder hat natürlich auch eine Handykarte drin, aber solche Hotspots sind natürlich elementar wichtig, um auch digital im Alltag unterwegs sein zu können. Ich weiß, dass es da jetzt Bemühungen vom Land Thüringen gibt,
diesen Freifunk zu unterstützen, dass man das einrichten kann. Aber das können Sie eigentlich, glaube ich, viel besser ausführen, Herr Mayer. Ja, ich versuche mich auch kurz zu fassen, weil es ist natürlich auch ein interessantes Thema mit vielen Facetten. Also was das Thema WLAN anbelangt, also Hotspots, ich weiß nicht, wenn Sie schon im Ausland waren, das gibt es da flächendeckend fast schon in vielen Ländern. Da kann man ohne Probleme, kann man sich da ins WLAN einloggen, an Bahnhöfen, an Bushaltestellen und so weiter. Funktioniert wunderbar, in Deutschland eben nicht oder selten, weil es das Thema Störerhaftung gibt. Das ist ein schwieriger juristischer Begriff. Der sagt eigentlich im Grunde aus, dass derjenige, der ein WLAN zur Verfügung stellt, auch verantwortlich ist, was die Leute da im Internet so treiben. Und wir wissen alle, dass man im Internet auch eine Menge Quatsch machen kann. Ja? Also insofern ist das ein schwieriges Thema. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt als Land Thüringen eine Initiative gestartet, auch im Bundesrat, diese Störerhaftung abzuschaffen, weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. So, das ist das Thema WLAN-Hotspots. Aber es gibt ja auch noch den Freifunk, den haben Sie angesprochen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil es, ich sage immer, der Freifunk ist so ein bürgerschaftliches Engagement, was so von unten kommt. Ja, wir haben also das Breitband, über das haben wir eben gesprochen. Das ist so eine staatliche Investition oder in manchen Bereichen eine staatliche Investition, die mit sehr viel Geld verknüpft ist und im Grunde die Infrastruktur flächendeckend feststellen soll. Und der Freifunk kommt, das ist so eine Sache, dass Menschen einfach sagen von sich aus, ich stelle gewisse Bandbreiten zur Verfügung, ja, und dann bildet sich so ein regionales Netz raus. Ja. Das ist eine Initiative, die kommt von unten und die finden wir sehr spannend, weil es eben das bürgerschaftliche Engagement zum Ausdruck bringt. Und da kann auch was Regionales, so ist es ja gedacht, das ist ja nicht gedacht, dass das jetzt, dass man über Freifunk ins Internet geht, sondern eigentlich, dass man sich regional vernetzt, ja, mit regionalen Inhalten. Und das ist eine spannende Sache. Hier hat Gera ja vorgelegt, hat die Ausschreibung gewonnen, die wir gemacht haben. Und dann muss ich sagen, da ist Gera ganz weit vorne als bei dem Thema Freifunk und möchte Sie nur unterstützen, dass Sie jetzt weiter fortsetzen. Gera ist übrigens nicht bloß vorne in dem Bereich, sondern auch das einzige und deswegen nicht nur deswegen, aber auch eines der beliebtesten Impulsregionen für das Thema Fernsehen, Bürgerfernsehen, wo Fernsehen von Bürgerinnen und Bürgern gemacht wird. Und wenn man also Inhalte, Content, Themen finden will, dann kann man das auch vielleicht über diese Wege dann auch ein gutes Stück dann weitergeben. Also so gesehen haben wir da, glaube ich, in Gera tolle Voraussetzungen für eine lebendige Medienlandschaft. Das merkt man auch hier. Der Gersche guckt das TMBZ, der Gersche guckt die Stadtratssitzung, der Gersche guckt aber genauso auch den Wetterbericht und die Veranstaltungshinweise. Die Gerschen sind da sehr erpicht drauf, immer wieder ins Fernsehen schauen zu können. Ich habe aber noch eine ganz andere Richtung. Wir versuchen ja in einer kurzen Zeit viele Themen abzudecken. Was mir noch mal ganz wichtig wäre, digitale Mediennutzung. Klar sind Sie für Digitales zuständig, aber das spielt ja alles in einer gewissen Form rein. Was mir so ein bisschen fehlt, auch im Alltag der Menschen, ist, dass man bewusst mit dem Medium, also auch mit den digitalen Medien umgeht. Und da fehlt an meiner Meinung nach noch so ein bisschen die Kompetenz bei vor allem den ganz Jungen. So eine Diskussionsrunde ist immer, darf ich WhatsApp unter 16 nutzen oder nicht? Ne? Gibt es immer verschiedene Sachen. Aber wie weit kann man da vielleicht von der Landesregierung aus oder auch vom Ministerium aus das unterstützen, dass man vielleicht so eine Art Medienkompetenzführerschein oder Medienkompetenzschein einführt, dass zumindest das so flächendeckend in der Schule verankert wird, dass digitale Nutzung für Kinder mit Gefahr, natürlich aber auch mit dem positiven Nutzen, einfach beigebracht wird? Gibt es da schon Pläne dazu? Konkrete Pläne jetzt nicht, aber auch das Thema ist jetzt, sag ich mal, steht auf der Agenda. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, wir sind noch, oder auch gerade viele jüngere Menschen sind relativ sorglos im Umgang mit digitalen Medien. Natürlich haben wir jetzt, oder bietet es die Möglichkeit, sich im Internet Dinge anzuschauen, die nicht gut sind, ja, für eine Entwicklung gerade von jüngeren Menschen generell. Da gehört, glaube ich, das ist eher so ein Thema auch, was die Erziehung anbelangt. Ich glaube, da stehen die Eltern schon auch in der Verantwortung. Das kann der Staat nicht alles regeln. Aber was der Staat natürlich machen kann oder eine Landesregierung, ist erstmal aufklären. Oder aber eben auch, und das finde ich eine sehr interessante Geschichte, so einen Führerschein an den Schulen mit in den Lehrplan aufnehmen. Weil ich sage auch immer meinen eigenen Kindern, wenn sie sich im Internet bewegen, Achtung, ihr hinterlasst eine Datenspur, Digital Footprint sagt man dazu, und da gibt es andere, die sind daran sehr interessiert an diesen Daten. Und es ist auch so, dass im Internet ist nichts umsonst. Das sage ich auch immer. Wenn man sich auf Facebook bewegt und so weiter, das ist erstmal umsonst. Aber wir alle zahlen einen hohen Preis. Einen
relativ hohen Preis. Wir geben unsere Daten preis. Wir geben das, was uns umtreibt, das, was, wer wir sind und so weiter, geben wir kostenlos her. Ja? Das tut erstmal nicht weh. Das ist nicht so, wie wenn man bezahlt. Aber wie gesagt, man bezahlt, weil andere daraus Dinge machen. Also die werten die Daten aus und verkaufen diese Ergebnisse, machen das zu Geld. Das ist das Geschäftsmodell dieser Plattform. Also, da sage ich immer aufpassen. Aber wie gesagt, sich jetzt von WhatsApp und Facebook zu verabschieden, ist natürlich auch keine Lösung. Insofern, einfach, es ist die Balance dessen, was man mit den Plattformen erreichen kann oder erreichen möchte und dessen, was man halt preisgibt. Ich koordiniere das Thema Medienbildung im Kreis der Medienanstalten deutschlandweit und kann schon sagen, dass das, was in Thüringen läuft und auch gelaufen ist, schon sehr an der Spitze von dem ist, was in Deutschland passiert. Sehr früh hat man angefangen, über Medienkunde die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer zu sensibilisieren für diese Thematik. Aber natürlich, da haben Sie völlig recht, das ist so ein großes Thema. Und es muss so viele erreichen und muss so viel gemacht werden, dass vieles manchmal wirkt wie Tropfen auf heiße Steine, auf jeden Fall intensiviert werden kann. Deswegen hat die Landesregierung vor wenigen Monaten eine Initiative gestartet. Es gab einen runden Tisch, gibt jetzt auch eine Reihe von weiteren Fortsetzungsveranstaltungen und das soll hin zu einem Konzept führen, wie intensiver dann auch Medienbildung in Thüringen betrieben werden kann. Ich glaube, am Schluss muss jeder selbst für sich wissen, und es ist toll, wenn Eltern so konkret und bewusst auch diese Welt versuchen zu erklären und dann auch zu leben, muss jeder für sich selbst entscheiden, Jüngere über die Eltern, aber ab einem gewissen Alter natürlich dann selbst, wie sehr sie ihre Daten, das ist ja wie das Öl der neuen Zeit, damit wird ja richtig Geld verdient, wie sehr sie ihre Daten in diesen Prozess hineingeben. Viele Sachen muss man machen, weil man teilhaben will. Wer heute in einer Klasse kein WhatsApp hat, ist meistens abgeschnitten in der Kommunikation ein gutes Stück. Das ist ein Dilemma für viele, die da sehr selbstbewusst vielleicht das verhindern wollen. Aber ich glaube, am Schluss werden wir in dieser digitalen Gesellschaft, die sie jetzt, wie sie uns erwartet, mit selbstfahrenden Autos und mit elektronischen Akten und Karten und wie auch immer, da werden wir ganz schön in dieser Welt noch schlucken, weil wir da auch unsere Daten natürlich hergeben werden. Noch ein kurzes Thema möchte ich bitte ansprechen. Wir haben das gerade so gebracht, die verändernde digitale Gesellschaft, das E-Government. Die Bürger und auch die Jugendlichen leben ja immer mehr im Internet oder erleben mehr durch das Internet und führen natürlich sich auch so Informationen zu, um dann am Ende zu eigenen Erkenntnissen zu kommen. Wie weit kann sich vielleicht im digitalen Bereich, kann man sich das vorstellen, so ein E-Government einzuführen oder zumindest für die Bürgerinnen und Bürger so durchzuführen, wie man es jetzt vielleicht auch in Schweden, das ist so die Endkonsequenz dann, wie man es in Schweden sieht, dass man auch einfach digitale Wahlen durchführen kann, um vielleicht auch der Politikverdrossenheit an der Stelle wieder etwas entgegenzutreten und näher an die Bürger heranzukommen, weil es was ist, was den Bürger viel näher ist, als am Ende sich Sonntag, sage ich jetzt mal, jetzt aus Zwang ins Wahllokal zu begeben. Es ist ja viel einfacher dann zu sagen, ach ja, ich habe meine Karte, ich mache kurz den Klick und bin dann da mit meiner staatsbürgerlichen Pflicht nachgekommen. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich empfehle dann immer mal nach Estland zu fahren. Estland ist, was das anbelangt, sehr weit. Die haben irgendwann mal entschieden, dass sie das komplett alles auf digitale Basis stellen. Da gibt es auch im Parlament kein Papier mehr, sondern das ist alles irgendwie auf Laptops oder auf den Tablets irgendwie wird das alles abgebildet. Und natürlich, die Wahlen laufen da schon längst digital ab. Man kann sogar mit SMS abstimmen. Ja? Also wir sind da weit davon entfernt, weil wir Deutschen immer so ein bisschen die Probleme in den Vordergrund stellen. Das ist weltweit, glaube ich, mittlerweile bekannt, wenn es darum geht, Schritte zu machen. Die Deutschen sind eher so skeptisch. Achtung, wo liegen da die Risiken? Und da haben wir, glaube ich, den großen Aufholbedarf, was jetzt die digitale Verwaltung anbelangt. Da kann man vieles verbessern. Ganz klassische Dinge, wie zum Beispiel, wenn man jetzt einen Pass beantragt oder so, da muss man ja noch vor Ort hin und so. Warum das sein muss, leuchtet mir nicht ein, aber das ist natürlich noch ein weiter Weg zu gehen. Aber auch hier wird die neue Landesregierung versuchen, ein bisschen was aufzuholen. Da gibt es jetzt auch schon ganz konkrete Pläne jetzt, dass es zumindest mal in den Ministerien vieles papierlos und elektronisch abläuft. Ja. Aber wie gesagt, weiter Weg noch vor uns. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Zeit ist leider zu Ende. Ich hoffe, wir konnten in der kurzen Zeit ein breites Feld abstecken, was Sie vielleicht interessiert hat. Ich bedanke mich für den Besuch des Staatssekretärs Herrn Mayer und des Direktors des TLM, den Herrn Fasko, und bedanke mich auch, dass Sie für die Diskussionsrunde bereitstanden. Wenn Sie wieder mal vorbeikommen, hoffe ich, dass wir Sie wieder zu einer Diskussionsrunde einladen können. Und ich bedanke mich und ja, auf Wiedersehen.